So, und damit ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ein Epic. So, und wie man sehen kann, hat sich einiges getan hier. Ich bin zum einen Level 11, am Ende der letzten Aufnahme war ich Level 9. Wir haben kaum noch Geld, weil ich mir... Voilà. Die Charakter, ja gut, hier habe ich ein bisschen was hochgelevelt, ist ja logisch. Ich habe mir ein paar Skills geholt für Schwarzbogen, Streitkörper mit Dolch. Achso, ja, stimmt, das eine Dolch kann ich nicht, weil ich da noch nicht genug Punkte habe. Ja, ein paar Skills geholt, die ich eh nicht benutzen kann, weil, seien wir mal ehrlich, ich habe hier eh keinen Platz mehr. Rezepte, ja, habe ich auch schon gebraut und so weiter. Inventar ein bisschen aufgeräumt, vor allem hier im unteren Bereich. Statt des Sippos habe ich hier eine magische rote Kerze. Damit mache ich mit meiner Feuermagie mache ich ein bisschen mehr Schaden. Und ja, ein Gegner hat die Plattenrüstung hier gedroppt. Kann jetzt ein bisschen hier benutzen. Ich habe nicht alles hundertprozentig hochgelevelt, weil ich gesehen habe, dass noch ein paar Sachen kommen. Achso, deswegen ist auch hier oben zum Beispiel KP, wegen der Skills ist dazu gekommen. So. Lass mich kurz nachdenken. Aufgaben. Ja gut, da habe ich aus Versehen das leere Papier hochgestuft, aber ganz ehrlich, das war sowieso war relativ easy. Vergeltung. 8 Blutegel auf Ork. Ehrlich gesagt will ich damit noch ein bisschen warten. Und Namen suchen. Ich bin aus Versehen auf den Namen gestoßen. Von dem Geist. Ich zeig euch mal wo. Das war nämlich hinter einer versteckten Wand. So, das müsste das obere hier gewesen sein. Ja, da seht ihr es schon. Hier ist die Tür. Und wenn man da reingeht, dann kommt man dahin, wo halt der Name ist. So, dann kann ich mich ja auf den Weg machen und den Namen abgeben. Achso, hier die, diese mit der Axt haben die Rüstung gedroppt. Nur so zur Info. Cool. Aua. So, wie gesagt, dann... Ach gut, ja, da halt mich ja. Dann kann ich mich jetzt auf den Weg machen und ja, hier das da oben abgeben. Und ich habe erfahren, deswegen habe ich das nicht komplett gemacht. Ich habe erfahren, wenn man den Namen abgibt, dann bekommt man 4 Punkte. Und dass man seine einmal die Möglichkeit im Spiel hat, seine kompletten Stats einmal zurückzusetzen. Ich würde vorher speichern und dann würde ich schauen, ob ich dann auf Level 1 zurückgesetzt werde oder vielleicht irgendwas anderes. Warte, ich muss mein Handy mal kurz auf lautlos stellen. Yes, okay. Ja, dass ich halt einfach die beiden Punkte, die ich auf Äxte verschwendet habe, die dann quasi woanders einsetzen kann. Das ist so mein Hauptgedanke, den ich gerade habe. So, und dann sprechen wir mal mit dem Typen. Achso, und das ist quasi noch ein kleines Tutorial da, wegen der Skills, die ich, der Waffenskills, die ich benutzen kann. Dass sich KP auflädt, wenn ich Gegner kille und wenn das voll ist, dann bekomme ich keine zusätzlich mehr und mehr war das eigentlich nicht. Have you found it? Yes. Your name is Lux. Lux. Now I remember. 1000 thanks, my friend. Once again, I am in debt to you. I possess nothing material to offer you, but I will grant you a portion of my knowledge. Use it wisely. You have gained extra skill points to distribute in your character sheet. Cool. Charakter, so 4 Punkte haben wir.
Die wollte ich alle hier auf Dolche setzen. Vier. Ja. Und damit kann ich jetzt auch den hier einsetzen. Und ich kann mal Tränke den hier auch mal lesen. So, mal. Rauchwölkchen. Erschafft eine Staubwolke, die Gegner verwirrt und dir die Möglichkeit für einen Verrat gibt. Also dass ich wahrscheinlich dann von hinten angreifen kann. Cool. So, damit bräuchten wir jetzt nur noch schwarze Tinte einmal. Und 8 Blutegel auf Ork. So, und... Na, ich mach das mal kurz so. Nochmal gespeichert. Hoppala. So, schwarze Tinte habe ich ja vermutet, gibt es in der Kanalisation. Und dann eine Sache wollte ich nochmal nachgucken. Wenn ich dann wieder nicht die Egel an mir habe, muss ich ja schnell sein. So, hier, Schlüssel der Hallen. Achso, hier. Verdammt. Jedes Mal das Neue, jedes Mal das Gleiche. So. Nee, ich wollte gucken, wo, die Holde Maid ist. Wegen der wir ja die Dingens hier mitnehmen müssen. Aber da waren ja... nach oben gehen müssen weiter, ja, ne? Ja. Ja, da war das, die Dame, okay, gut. Gut zu wissen, die ist dort. Das heißt, ich würde mich dann zum Shop teleportieren, sobald ich die, beziehungsweise, ich würde sagen, erstmal dahin, mich heilen, weil wahrscheinlich werde ich da kurz vorm Abnippeln sein. Dann hierhin. Ja. Okay. So, speichern wir. Und versuchen dann irgendwie die 8 zu sammeln. Ich denke mal, das wird... der wahrscheinlich schwierigste Part sein. Warte mal, wenn ich hier reingehe, bin ich da. Da wollte ich nicht hin. Hier bin ich hier. Okay. So, ich vermute einfach mal stark, dass... Naja. Oh, da war auch gerade schwarze Tinte. So, jetzt verliere ich schon mal Leben. Ich habe einen dabei. Vier. Zwei. Aufgaben. Ich will kurz... Und da gibt's ja... Ja, da war der. Warte mal, so rum.
viel habe ich jetzt? 1, 2, 3. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen kritischer. 5. Gleich mal nachgucken, wie viele ich jetzt an mir habe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche nur noch einen. Gut. Ich vermute mal, dass jetzt einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, damit kann ich mich jetzt zurück teleportieren. Speichern. Inventar wollte ich mich ja zu dem Kollegen. Perfekte schwarze Feder. Ach, da war ja was. Leck mich. Ciao. So. Die ignoriere ich auch mal gekonnt. Zack, aua. Kleiner Saphir. Aua. Das war jetzt weniger sexy. So, hoppala. Springen. So, und die sollten ja auf den einen Ork. Soweit ich mich erinnere. Das scheint ja jetzt ganz gut zu klappen eigentlich. So. Warte mal, hier nicht? Nee, im letzten Raum. 8 Blutegel auf Ork. Damit hätte ich alle weg. Sehr schön. Ja, haben wir das auch erledigt. Cool. Hier können wir mit dem mal quatschen. Already put leeches? Yes. I just left his package covered in them. When he wakes up, he's gonna be in for a big surprise. I grateful. I give present. Rolle der Midas Transmutation. Another female. And she also looks like she's in heat. Das wurde nicht übersetzt. Verwandelt das Opfer in Münzen. Je mehr Lebenspunkte die Kreatur hat, umso mehr Münzen erscheinen. Das ist nice. So, bleibt nur noch. Achso. Halt. Okay, dafür muss ich bis ganz nach da. Das heißt. Hoch und nach rechts. Warte. Aua. Okay. Nee, ich bin nur vergiftet, okay. Zack, zack. Mist. Aua. Mist. Perfekt. Wo muss ich denn als nächstes? Nach rechts, ne? Jo. Na toll, hier gibt's auch wieder Fledermäuse, ey. Mann. Nur Pfeile. So, perfekt. Ja, das Schöne an diesem Bogen ist, man kann zwei Pfeile gleichzeitig verschießen. Beziehungsweise zwei Langbogenpfeile. Leider gibt es nicht so ein Prinzip von wegen, ja, bei zwei verschießen
trotzdem nur einen verbrauchen. Leider verbrauche ich hier tatsächlich doch. Leider verbrauche ich doch immer zwei. Aber das stört mich halt eher weniger. Das ist im Endeffekt. Mit einmal schießen doppelten Schaden quasi, beziehungsweise wenn zwei ineinander sind, der eine mit einem One-Hit gekillt wird, habe ich sogar noch ein einfacheres Spiel. Okay, jetzt. Ach Gott, dieser Weg kommt mir so bekannt vor. Bin ich nämlich die ganze Zeit lang gelaufen, als ich gelevelt habe. So, der hat mich, glaube ich, gesehen, ne? Okay. Ja, es gibt eine Möglichkeit, nach da zu gehen. So. Und noch einmal hoch und dann. Let the magic words be written, the verses be forged, that the book of the mind grant you knowledge. Let the wisdom in it inspire your soul, and let your mind open to spells and secrets that are jealously kept in books and other texts. The magic of the mind has been included in your character page. You are now able to use mind-affecting spells and increase your skills in mental spells when gaining a level. Die mentale Macht. Du hast erfolgreich die Aufgabe des Geistes erfüllt und das Wissen der mentalen Macht erhalten. Logischer Freischalt. Achso, nur als ich, Foliente Schlaf ist. Sehr schön. Es ist eine Kreatur im Schlaf, auch wenn sie alarmiert ist oder gerade angreift. Jeder Schaden weckt sie wieder auf. Das finde ich sehr gut. Hatte noch zwei Errungenschaften freigeschaltet, als ich hier unterwegs war. Ach, Schlüssel des Turms, okay. Und zwar habe ich einmal, dass ich 2000 Monster gekillt habe und einmal das Level 10 geworden bin. Also nichts Spezielles. Ich überlege gerade, wo der Bossfight war. Ich weiß, dass ich an diesem Raum öfters vorbeigekommen bin, aber vergesse die ganze Zeit, wo das war. Hier war das nicht. Hier auch nicht. Ich müsste, glaube ich. Ja, da oben. Ich, 2, 3. Perfekt. So, ich versuche gleich mal was.360 und einmal 60 Münzen. Cool. Wollte ich halt einfach mal ausprobieren. Ändert permanent die Form, so muss, dass sie mehr Schaden verursacht. Erzeugt eine Barriere, teleportiert dich. Kommt meistens, erhöht die. Ja.
Das und das muss ich mir merken. Und hier, Gigantenstärke. Wenn ich jetzt nämlich... Ne, hier ist er nicht. Doch, hier ist er. Hier ist ja der Bossfight. Der nächste übrigens. Also, ja. So. Ich bin sehr gespannt, was das für einer sein... Oh, hallo. Oh, oh. Alter. Nicht cool. Absolut nicht cool. Okay. Wie kann ich dem jetzt entkommen? Warte mal, ich habe eine Idee. Oh, er hat aufgehört. Warte mal. Scheiße. Geht doch nicht. Hä? Okay, ich benutze einmal den. Stark. Mentales Wrack, ja. Okay, cool. Na toll. Suizidversuch? Ernsthaft? Och Gott, ey. Neuron heißt der, ne? Okay. Weißt du was? Leck mich. Ich mach das so. Oh, meine Pflanze lebt noch. Okay, gut. Oh, jetzt ist meine Pflanze tot. Scheiße. Hä? Sag mal, wie soll ich dem jetzt beikommen? Ja, schön. Warte mal, ich, Kacke! Oh Gott, ey. Oh, Mann! Dich jetzt. Das ist so... Ach Mann, was ist das? Schweigen, toll, weißt du was? Leck mich, ey, du bist echt... Hurensohn bist du. Hä, wie? Mann! Ja, toll. Mann! Ey, das ist doch... Hä, wie soll ich dem Schaden machen? Wie? Hä? Ja, wie soll das funktionieren? Verfick doch mal. Oh, lol, ey. Muss ich das jetzt die ganze Zeit... Hä? Hä, was ist das denn jetzt? Nein! Hör auf damit! Nein! Hör auf, die ganze Scheiße wegzusaufen! Bist du irgendwie dumm gerade? Mann, lass das!
Oh, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das jetzt? Och, Mann. Ey, das macht doch gar keinen Spaß, ne? Oh ja, komm. Oh, fühlst dich grad richtig toll, was? Hm. So, ha, ich hab dich, ey. Was ist das denn? What happened to me? I used the halo, but why'd I do that? You have been influenced by the superior mind of Neuron. Now he must be recovering from all his wounds. Laugh it up, Fuzzball, but I'm not gonna let it happen again.